Meine Freunde, willkommen zurück bei Plague Tale Deutsch mit Facecam von M-Stars und wir befinden uns in Kapitel 8, unserem Zuhause. Wir haben das Château de Ombrage. Vater, Mutter, ihr werdet immer bei uns sein. Warum sehen denn die Ketten trotzdem so komisch aus? Die müssen eigentlich so ein bisschen weiter nach unten gezogen werden, wisst ihr, wie ich meine? Na gut, ist ja auch egal, sind es offensichtlich Drahtseile und keine Ketten. ja, wir haben das Château de Ombrage erobert für uns und ist jetzt zu unserem neuen Zuhause erklärt. Und ja, jetzt machen wir weiter. Wir müssen zur Universität, um die Seuche von Hugo Was aufzuhalten. Hier, da gibt es irgendwie so einen Trank. Oh, es beschützt dich, wenn du in die Stadt gehst. Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. Danke. Wie viele Blumen haben wir eigentlich jetzt im Haar? Nee, nicht so viele. Er ist zufrieden, wir lassen ihn zurück und gehen in die Stadt zur Universität. Wahrscheinlich nehmen wir noch unsere Diebesfreundin mit. Und ja, wo geht's weiter? Ich weiß es noch nicht. Wir können ja mal gucken, vorhin wollte ich noch in den Keller schauen. Ja. Was sich hier unten befindet und verbirgt. Okay. Weiß nicht, ob man hier ohne Fackel reingehen sollte. Oh, ein Grab. Eine Gruft. Sonst nix. Okay. Also das ist auf jeden Fall jetzt unsere Homebase erstmal. Vielleicht machen wir jetzt missionsartig von hier halt immer so ein paar Raubzüge in die Städte. Oder wo auch immer wir gerade hin müssen. Wir müssen jetzt aber erstmal Melly finden. Hier wird sie nicht sein, dann ist sie wieder auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt die kleine Melly. Nee, da ist sie. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. Okay. In Ordnung, werden wir. Let's go. Das war's schon mit dem Kapitel. Jetzt sind wir im 9. Kapitel. Im Schatten des Walds. Ich glaube, ich mache ein bisschen heller. Ja, so ist gut. Okay, let's go. Wir müssen wieder durch den dunklen Wald. Erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Immer in die Eier treten. Danke. Das macht besonders viel Spaß. So einen Tritt abzukriegen. Kappa. Okay. Die Stadtmauer also. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Okay. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Inquisition. Schlaues Mädchen. Danke. Danke. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Dein Einsatz, Melly. Öffnen. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Okay. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Was? Scheiße. Wie kommst du darauf? Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Okay, danke. Viel Glück. Dir auch. Mach's gut. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Gute Frage, Amicia. Wir werden es auf jeden Fall noch früh genug herausfinden. Da bin ich mir sehr sicher. So, wir raiden erstmal wieder hier ein bisschen die Kisten. Ist bestimmt noch was. Oh ja, guck mal hier.
Zack, zack, zack. Eine Burg, die kennen wir schon von Wolfenstein. Markbogen. Diesmal ist sie aber ohne Regimesoldaten. Kleine Diebin Amicia. Aus der adligen Familie. Der Deruns. Okay. Wow. Da drüben, das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja. Cheater. Da ist wahrscheinlich die Inquisition gerade am Start. Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Wir müssen uns durch die ganze Stadt jetzt arbeiten. Ich habe noch keine Ratten gesehen. Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Verdammte Bourgeoisie. Die Adligen, beziehungsweise die etwas Betuchteren. Okay, wir arbeiten uns hier runter. Und holen noch die letzten Sachen, die wir hier finden. Guck mal, hier ist wieder eine Kiste. Sehr schön. Aber doch, da ist was. So viel sogar. Man muss bloß die Kamera so ein bisschen komisch drehen, damit man reingucken kann. Oh shit. Ich höre Ratten. Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Ach so? Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Kriegsrecht vor allem. Müssen die Ratten sicher auf ihn stürzen. Wir könnten durchkommen, indem wir einmal so ein Luminosa loslassen. Um dann hier hinten hinzukommen und im Prinzip gar nichts vorzufinden? Das glaube ich nicht. Na, guck an. Ich weiß nicht, ob es jetzt mehrere Wege gibt. Wir haben uns auf jeden Fall für den entschieden. I don't know. Lasst mich in Frieden! Haut ab! Scheiße! Wie soll man bei all den Ratten hier nur die Sachen durchstöbern? Oh fuck. Cool. Wird ja sogar nochmal richtig actionlastig hier. Aber ich glaube, meine Art, mich hier vorzubewegen, ist doch relativ itemlastig. Auf jeden Fall konnten wir uns unseren Stein wiederholen. Das nehme ich mal an mich. Okay, wo geht's weiter?
Ja, dann lass doch das Ding los, bevor es zu heiß wird, Nase. Gute Frage. Nächste Frage. Gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Später wieder. Oh shit. Ist das überall so? Voll die Rattenplage hier. Nee, das ist nur in Frankreich so, weil ihr Frösche esst. Ein kleiner Spaß am Rande. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Im Gegensatz zu ihm. Rein mit dir! Bleib da und sei ruhig! Oh, shit. Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann! Das war dein Mann! Für den ist es aus, also verzieh dich! Nicht allein! Ich kann doch nicht ohne ihn gehen! Was ist da los? Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Anna, ich bin ansteckend! Geh fort von hier! Hör auf ihn! Verzieh dich! Sofort! Oh Herr! Oh, ich bin diesen Scheiß so leid! Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Okay. Oh Gott! Oh. Den müssen wir leider abhängen. Also der Lärm. Ups. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Scheiße, da liegen auch zwei. Kind sogar. Ach du Scheiße. Okay. Never mind, wir müssen weiter zur Uni. Wir müssen Hugo retten. Oder sollte ich besser sagen, Anakin Skywalker? Oh shit. Das ist dark, Alter. Das ist ja mega krank. Verschlossen. Hey. Ich habe Leertaste gedrückt. Wo haben wir denn hier? Wo müssen wir denn hin? Ich sehe gerade gar nicht, wo wir lang sollen. Na gut, wir arbeiten uns erstmal hier hin. Nee, hier ist sowieso zu. Ach, da ist ein Soldat. Den könnten wir easy abmurksen. Da ist auch ein Soldat. Da sind Ratten. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Ach, wir können die Toten wieder runterholen, oder? No sexual. Wir müssen erstmal das Terrain noch ein bisschen durchstöbern. Kann ich hier irgendwo einen Toten runterschießen? Glaub nicht. Doch, die da. Waren das erstmal die
Ach du Scheiße. Gut. Ganz ruhig. Das klebt. Hier geht's. Scheiße. Okay, wir wissen schon, was wir tun müssen. Ignifer. Ich weiß nicht, ob ich hier durchkomme. Ich glaube, wir lassen es lieber. Ach, wir können uns gleich eine Fackel nehmen, siehst du da? Dann ist alles safe. Wir nehmen noch den Tontopf mit. Hier haben wir noch unseren Stein liegen. Den Tontopf können wir nicht mehr mitnehmen. Gut, dann nehmen wir uns jetzt einen Stock. Zünden den entspannt an und gehen da durch. Was ist da unter... Oh, nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Dammit. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an die Schriften. Ad ignem, ad lucem. Tut mir leid, Bro. Du bist jetzt weg vom Fenster. Ich sag... Ich finde es gut, dass sie One-Shot sind. Ich weiß nicht, ob da noch Materialien liegen. Nee, das ist zu teuer. Okay, wir gehen weiter, Freunde. Ist ja schon ziemlich weit gekommen jetzt, würde ich sagen. War hier noch irgendwas? Nichts zu? Oh, geschafft. Aber den Gestank werde ich nie vergessen. Nope. Keine Menschenseele mehr hier, wo da drinnen noch Licht leuchtet. Eine Kerze brennt. Ah, wir kommen der Uni immer näher, ich sehe sie schon. Die Universität. Na bitte. Weiter. Oh. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Vielleicht müssen wir nicht da lang. Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Cool. So, jetzt müssen wir aber noch was herstellen können, oder? Munitionstasche. Geben wir uns. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Raus hier. Komm, komm, Kumpel. Nur ein paar Münzen. Oh, nein. Oh, shit. Du hast doch irgendwas dabei, was wertvoll ist. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu... Hey. Was zum... Das wird dich lehren. Wie sie einfach nochmal an ihm rumsnacken. Oh, richtig übel, Alter. Jetzt hat er auf einmal gar keine Haut mehr. Ist auf die Muskeln runtergefressen. Oh, scheiße. Verschwindet. Ich muss da eh nicht durch. Oh, wir müssen da durch.
Na dann snackt mal weiter an der Leiche rum. Wir gehen mal hier ganz easy durch. Ein Fenster, perfekt. Ratten. Da müssen wir hin. So, meine Freunde, diesmal aber überziehen wir nicht so krass. Das war's erstmal. Mit Kapitel 9, im Schatten des Walds erreiche die Universität. Wir sind, glaube ich, fast da. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten, haut einen Daumen nach oben raus und lasst ein Abo da. Würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, M-Stars. Ciao.